Was ist der bundesweite Warntag? Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern, Gemeinden und Kommunen und wird dieses Jahr zum allerersten Mal durchgeführt. Er findet am 10. September statt und zwar um 11 Uhr. Anschließend soll er jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden. An diesem Tag wird um 11 Uhr eine bundesweite Probewarnung verschickt und die Menschen in Deutschland können diese Probewarnung über Warn-Apps wie zum Beispiel die Nina oder aber auch Radio und Fernsehen bekommen. Es sollen aber auch, soweit vorhanden, die üblichen Sirenen und digitale Anzeigetafeln verwendet werden. Es gibt keinen konkreten Anlass für den bundesweiten Warntag. Er ist vielmehr mit dem landesweiten Warntag in Nordrhein-Westfalen beispielsweise vergleichbar. Wir wollen damit die Wichtigkeit der Warnung in das Bewusstsein der Menschen rufen. Was hat der bundesweite Warntag mit mir zu tun? Es gibt verschiedene Situationen, in denen gewarnt wird. Das kann Unwetter sein, das kann Hochwasser sein, das kann aber auch Hitze sein. Aber auch in anderen Situationen wird gewarnt. So wurde zum Beispiel im Rahmen der Corona-Pandemie Informationen über die Warn-App Nina bereitgestellt. Aber auch bei Funden von Weltkriegsbomben beispielsweise werden die Menschen über die Evakuierungsmaßnahmen informiert. Die Warnung hilft also den Menschen, sich selbst zu schützen und versetzt die Menschen dadurch auch in die Lage, anderen zu helfen und andere zu schützen. Wir wollen also den Ablauf einer Warnmeldung als solches wieder ins Bewusstsein rufen. Denn jede Warnung geht mit Handlungsempfehlungen einher. Diese Handlungsempfehlungen können über die Warn-Apps direkt abgerufen werden. Sie können natürlich auch über Radio und Fernsehen empfangen werden. Und nicht überall wird gleich gewarnt. Die Bundesländer und die Kommunen gehen unterschiedliche Wege, ihre Bürgerinnen und Bürger zu warnen. Daher können Sie sich gerne im Vorfeld auf unserer Webseite bundesweiter-warntag.de informieren und auch gerne Ihre Mitmenschen, Ihre Angehörige, Nachbarinnen und Nachbarn und Freunde informieren. Was erwartet mich rund um den Warntag? Wir wollen nicht nur warnen, wir wollen auch informieren. Wir können leider keine Präsenzveranstaltungen durchführen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Aber viele Städte, Kommunen, Gemeinden informieren auf der jeweiligen Webseite und in sozialen Medien zum bundesweiten Warntag. Wir im BBK haben uns für den bundesweiten Warntag eine ganz besondere Veranstaltung ausgedacht. Und zwar führen wir im Vorfeld am 3. September einen virtuellen Tag der offenen Tür durch. Hier zeigen wir Ihnen das BBK, seine Aufgaben und zeigen Ihnen auch die Warnzentrale, von der aus die bundesweite Probewarnung am 10. September verschickt wird. Besuchen Sie uns doch auf dem virtuellen Livestream auf Facebook, YouTube oder Twitter und stellen Sie uns bei der Gelegenheit gerne Ihre Fragen zum bundesweiten Warntag.